Ey, yo, YouTube, wir spielen Horror, wir spielen Wick, Kinder im Wald, die man umnudeln muss. Aber irgendwie ist es auch ziemlich brutal schwer. Können wir es heute gemeinsam durchspielen? Wir sind stehen geblieben bei der zweiten Nacht. Nee, die zweite Stunde. Oder die dritte Stunde? Interpretationsfrage. Moment, wir haben überlebt bis 0. Dann, nein, von 0 bis 1. Von 1 bis 2, also müsste es eigentlich jetzt die zweite Stunde sein. Ich bin verwirrt, kommt auf Twitch, erklärt es mir. Und wir starten rein. Ich bin verwirrt, sehr verwirrt. Da steht 2 a.m., also 2 Uhr am Morgen. So habe ich es mir immer früher gemerkt, als ich noch kein Englisch konnte. So. Für die Leute, die nicht wissen, worum es geht, schaut euch einfach Folge 1 an. Da habt ihr dann alle Informationen. Ich fasse es hier nochmal ganz kurz zusammen. Wir sind hier im Wald von Greis Industry, Greis Industry Firmengelände. Wir machen eine Mutprobe. Wir wurden mit verbundenen Augen in den Wald geführt. Hier sind Kinder verschwunden und wir wollen eben bis 6 Uhr morgens in diesem Wald überleben. Ja. Alle halbe Stunde macht's Ding-Dong. Da musst du nochmal eine halbe Stunde überleben und dann machst du in die Hose und dann ist das Abenteuer vorbei. Hat auch wohl eine ziemlich düstere Geschichte, die man so über die Objekte, die man hier findet und über die, die Notizheftchen, darüber deckt man die auf, soll auch ziemlich fies sein, die Story hinter dem ganzen Zirkus. Aber ich weiß es nicht. Ich bin noch am Erforschen und Machen und Tun. Aber wir sind dran. Und ja, in der Ferne sieht man immer sowas aufblitzen. Und das sind Kerzen. Die sind super wichtig, weil Kinder haben natürlich, das ist allgemein bekannt, Angst vor Kerzen. Das ist so ziemlich das Einmaleins in der Kindpsychologie. What the? Oh nein. No. Jagt mich jemand? Der Schakal? Okay, er ist weg. Das war doch der Schakal, den wir da gehört haben. Der erinnert mich irgendwie an so ein super fieses Wolfswesen. Ich versuche jetzt hier gerade ein bisschen so die Stellung zu halten, bis die Kerze noch ein bisschen runtergeschmolzen ist. Schnapp sie die Kerze und dann run. Warte, noch anzünden. Geht das noch? Ja. Alright, alles sexy. Mir geht's gut. Wow. Das Problem ist, mit jeder Stunde kommt ein neues Kind. Oh Gott! Darfst du ihn nicht angucken, den darfst du nicht angucken. Das ist das ist der Hässliche. Ich bin das. Das bin ich. Ich als Kind. Oh Mann, irgendjemand knurrt hier. Alter, was ist das denn? What? Oh no. Andrew the Giant. Alter, der ist richtig schnell. Wie kann ich dem entkommen? Wow, Gott! Was? Andrew the Giant tötet dich instant? Oh mein Gott, ist das fies. Okay, gegen Andrew hast du gar keine Chance. Ey, Leute. Es lief eigentlich echt gar nicht mal so verkehrt, ne? Ich war gechillt, ich bin da durch. Ja, aber du kannst vor jedem wegrennen. Vor Andrew kannst du nicht wegrennen. Ich bin lässig, gemütlich unterwegs gewesen. Dachte mir so, ey, läuft heute, läuft. Heute mache ich den Dicken. Dann werde ich so zusammengewürfelt von Andrew. Kamina, jetzt hast du die Antwort.
Now you know it. Boah, egal. Ja, verdammt ekelhaft. Nichts Schlimmeres als Kinder nachts im Wald. Die einen Vaterschaftstest wollen. Mein persönliches Horrorszenario. Machen wir einen Wechsel? Ja gut, komm. Du musst in den Bus oder in die Gebäude, okay. Also wenn Andrew the Giant kommt. Das Verrückte ist, Andrew wurde mir gar nicht angekündigt. Ist hinten Andrew? Ja. Andrew wurde mir nicht... Okay, ich hoffe, ich bin jetzt hier sicher. Alter, Andrew, bitte. Ja, guck mal, er kommt straight aber zu mir hin. Wow! Heilige! Was stimmt denn mit dem nicht? Alter! Kann dem jemand bitte mal die Cola wegnehmen? Für heute zu viel Koffein für Andrew. Was? Was? Ich bin eingesperrt. Nee, jetzt, oder? Nee. Was ist hier los? Oh mein Gott! Nicht angucken. Alter, wie fies sind denn diese Events hier drin? Ey, das Spiel ist schon sick. Andrew ist echt böse. Andrew ist heute richtig, richtig böse unterwegs. Oh nein, diese Geräusche. Oh oh, irgendjemand weint. Weinende Kinder sind in der Regel auch kein gutes Zeichen. Das ist nicht gut. Oh, was ist das denn hier, ein Zettel? I don't like you. Don't walk. Was? Bei wem darf ich nicht walken? Wow, Gott, das Brunnenkind! Oh, shit, Alter. War das assi. Oh, nein, 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 nein. Halbe Stunde. Dieser verfluchte Wald, Alter. Ah! Boah! Renn! Alter, nein! Irgendjemand knurrt hier. Das Spiel ist so psycho! Das sieht so harmlos aus, so niedlich! Nein, 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 nein! Och nö! Ich habe keine Energie. Ich habe keine Ausdauer. Hier rennt. Okay, ich muss die ganze Zeit. Er prügelt mich durch Raum und Zeit. Cool. 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 Er hat mich einfach mal so durch Raum und Zeit geprügelt. Ist nett. Nee, ist echt lässig. Echt lässig von ihm. Geiler Typ. Absolut geiler Typ. Fühle ich mich doch direkt gut. Okay, ich muss eigentlich... Ich darf eigentlich nur bei dieser Hütte sein. Weil du kannst bei dem ja gar nichts machen. Weil der kriegt dich ja garantiert, wenn du nicht Hütte oder Bus in der Nähe hast. Alter, was ist das denn jetzt? Ein Kinderbett? Gestört. Absolut. Absolut gestört. Absolut mal wieder komplett gestört. Okay, ich mach den Candle Swap.
Ich darf nicht rennen bei dem. Ach so. Was passiert, wenn du im Bus bist? Keine Ahnung. Angeblich bin ich dort sicher. Ich finde auch dieses Lagerfeuer nicht mehr. Ich habe irgendwo mal ein Lagerfeuer gefunden. Finde ich aber auch nicht mehr. Irgendwo habe ich mal ein Lagerfeuer gefunden. Frag mich nicht wo. Oh, Kacke. Nicht angucken, nicht angucken. Ist der hässliche? Alright. Mother Creepshaw. Da hinten blinzelt mir die nächste Kerze entgegen. Oh, jetzt auch noch Wind. Flatulenzen. Der Bus. Oh nein. Oh Gott! No! Göre. Ich trau mich hier gar nicht weg. Wer war denn das jetzt? Hälfte! Oh Gott! Alter. Aber ich muss weiter, weil die Kerze geht irgendwann aus. Das ist halt das Fiese an dem Spiel. War Beastie, Dankeschön! Thank you! Na, ich mag dich auch nicht. Wo ist sie denn? Nee. Oh, Wind. Oh, eine Kerze. Shit. Jetzt wird's ernst. Ist hier denn nirgendwo eine Kerze? Dann ist die Brücke. Hab ich Glück? Brückenkerze? Nope. Okay, bitte, 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 bitte. Hinten blinken welche, aber vielleicht habe ich hier auch Glück. Boah! No! Alter. In der Hütte könnte eine sein. Komm, zieh durch. Oh, Kacke! Ich gehe emotional kaputt. Wo ist jetzt die Hütte? Hier. Komm schon. Nein! Die kann, hier kann ich nicht rein. No, mein Feuer. No. Zünd's an. Nimm die scheiß Kerze. Oh mein Gott. Alter, jetzt sind auf einmal zwei Kerzen hier, ha? Huh? Ey!
Mies! Mies! Oh mein Gott, bitte. Wow, was war das? Nein! Nein! Ich trau mich nicht hoch zu gucken. Oh. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh nein! Hier muss doch mal Ende sein jetzt. Ey, ich muss die Kerze erreichen, ne? Oh yes! Alter! Alter! So what? We haven't hung out since junior high when he joined some website and stopped caring about real life. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Oh nee, keep moving. Ich muss mich bei jedem moven. Was ist das jetzt für einer? Hier ist ein Licht. Okay, okay. Gucken wir mal unter die Brücke, das sind ab und zu coole Sachen. Ah, flüstert irgendjemand. Ich wünschte nur, ich würde dieses Lagerfeuer mal finden. Komm schon. Was war das denn jetzt schon wieder? Okay, so weit, so ruhig. Oh, was war das? War hier nicht eine Kerze? Jetzt finde ich sie nicht. Ah doch, da hinten, noch weiter in die Richtung. Hier. Ja. Give it to me. Oh, was ist das? Der Bus. Der Bus. Oh Gott, der Bus. Hier wird geflüstert. Okay. Alright, gibt's hier irgendwas im Geisterbus? Ja, irgendwas Neues. Tim und Tom. What's wrong with him? Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Muss das so sein? Ich kann nichts machen. Top. Ich kann immer noch nichts machen. Ich bin gelähmt. Geil, Mann. Richtig, richtig edel. Und da vorne kommt jemand.
Es lief eigentlich echt schnieke. Das zählt nicht, Leute. Hat sich Kreis wieder reingehackt. Alter, kommt schon. Die Rassel zählt ja als eingesammelt, ja, ne? Ja. Das war... Das war echt, also das war richtig Sabotage hier. Sabotage vom Feinsten. Also bitte. Ich hatte so einen soliden Run. Dann wurde ich hier so... So abgenudelt. Richtig unfair. Ja, richtig unfair. Boah. Oi, oi, oi. Da hinten ist eine Kerze. Ah, wieder der gute alte Bus. Der Todesbus, wo man drin feststeckt und geschändet wird. Ich mag dich, Bus. Okay, was auch immer du bist, ich bin weg. Immer noch hinter mir? Ganz schön. Guck mal, ich bin gar nicht wirklich weit weggerannt, ne? Ich war quasi am Bus, renn da weg und bin irgendwie immer noch am Bus. Also, rennen ist nicht so meine Stärke anscheinend. Boah. Was stimmt denn mit diesen Kindern nicht? So, andere Kerze. Ja, die Rassel wurde collected. Bah! Boah! Hinten ist eine weitere Kerze. Noch eine Runde um den Block und dann... What? Gott. Please. Let's take this candle, my friend. Schnell anzünden. Zündeln. Snappen. Und weg. Oh no! Ich kann dich nicht sehen! Was war das Gebuddel? War das der Andrew the Giant? Irgendwas wühlt sich da hinten durchs Erdenreich. Komm, jetzt klatsch mal ab hier, Halbzeit. Boah! Jumpt er einfach hier Predator-mäßig vom Busch. Was? Was ist jetzt los? Holy shit! Ey, es wird immer... Es ist echt dieses Spiel... Dieses Spiel, Freunde. Einige Kritiker behaupten, das wäre nicht geil. Ich finde das mega. Wick is sick. Boah! Oh Gott. War es Andrew? Nee, ne? Was war das eben gerade? Nicht Andrew the Giant. Wir haben immer noch keine Halbzeit. Okay. Da wird abgeklatscht. Irgendwo ein Blimbim in der Ferne, wo ich vielleicht auf eine Kerze spekulieren kann.
Gar nichts hier, ne? Nothing. Eiskalt nothing. Eiskalt. Ist der hinter mir? Ich renn mal ein Stückchen. Whisper, whisper. Komm schon. Ich brauche eine Kerze da hinten. Irgendwas blinkt da hinten. Wir checken kurz die Brücke. Nothing, Alter. Also in letzter Zeit lässt mich die Brücke aber auch ganz schön im Regen stehen. Was? Die war doch nur gut. Psst, hey. 361. Dankeschön, ja, ja, ja. Kerze, wo ist die Kerze? Wo ist die Kerze? Wo ist die Kerze? Wo ist die Kerze? Ich krieg einen Nervenzusammenbruch. Da drüben. Da ist auf jeden Fall auch eine. Anzünden. Nein! Gibt's doch nicht. Hat das scheiß Ding nicht hochgehoben. Jetzt bin ich ja wieder beim Bus. Ist ein Bus hier aus? Oh Gott, der ist hinter mir. Renn, Bruder. Kerzen. Oh, da waren viele. Eine frische Lieferung ist gekommen. Okay. Leute, ein Hype Train ist da. Lieber mal den Zug aktivieren. Kacke. Okay, da ist eine Kerze. Immer eigentlich die nächste Kerze anpeilen. Immer von Kerze zu Kerze swangeln, wie man so schön sagt hier in der Jugendsprache. Alter. Immer schön swangeln. Da ist die nächste Kerze. Gut, dann kleinen Schlawini hier. Wer ist das? Der Don't Look at Me Dude? Wo war die Kerze hier drüben? Okay, wir machen den Swap. Give it to me. Wo ist noch einer? Wo ist noch einer? Beim Haus? Hinten war da auch noch irgendwo eine. Oh, er war hier im Haus drin. Fies, Alter. Fies. Ich brauche eine Kerze, ich brauche eine. Da war was. Da war was. Da war was. Frage ist nur, wo genau. Oh, Brückenkerze. Jute, Alte. Oh nein, ich hänge am Baum. Oh! Schnell! Komm schon. Ja! Bam! Und niemand hat an mich geglaubt, ihr Luschen. It's just a made-up website. I thought the video was fake, but maybe not. Dann könnt ihr mal lutschen, Chat. Dann könnt ihr mal schön dran lutschen. 4 Uhr nachts. Dankeschön für die 100 Bits. Sie wollten mich mit einem Hack zerstören. Ja, sie wollten mich mit einem Hack zerstören. Aber den Skill kannst du auch mit einem Hack nicht wegkriegen. So sieht's eben leider nur mal aus.
Richtig schönen Skillfinger. Ich hoffe, es war richtig teuer für euch. Wer nicht beliebt, der muss zahlen. Was ist das für ein Maulwurf, Mann? Irgendein neues Vieh ist hier auf jeden Fall unterwegs. Hier buddelt irgend so einer rum. Hans Maulwurf. Okay, hier ist eine Kerze drin und das Ding hier. Okay, da hat irgendjemand Marienkäfer verbrannt. Krank. Aber hey, wenn man sonst keine Hobbys hat, ne? Also hier, irgendjemand sticht da hinten einen Hund ab. Cool. Cool. Wenn man es braucht. Das ist meine alte Kerze. So. Wer buddelt denn hier? Irgendein Mole Man macht hier richtig Terror. Na gut. Ablöse. Schwupps. Ah, perfekt. Perfekt getimed. Okay, und hier ist die nächste Kerze. Dankeschön, freundliche Göre. Dafür werde ich dir später die Haare bürsten, wenn du magst. Ich habe gehört, kleine Mädchen stehen auf sowas. Gebürstet zu werden. Oh Gott, das ist so verkehrt. Nur die Haare bürsten, okay? Und Zöpfchen machen und sowas hier. Kranken Freaks, ihr Psychos. Oh nein. Schreigöre. Ist sie weg? Nee. Jetzt habe ich meine Kerze verloren. Wow. Keine Ahnung, was das eben gerade war, aber ich gehe mal weg. Jetzt habe ich meine Kerze verloren, wegen dieser dämlichen Göre. Das war eine Fake-Lockkerze. Oh Gott! Nein! Nein! Absolut nein! Aber sowas von nein. Ich habe keine Kerze. Jetzt sieht es gerade wieder echt düster aus. Hier waren doch so viele Kerzen eben noch. Plötzlich alle weg. Oh, nee. Das Problem ist, dass die Kids sich dann auch so richtig verwirren. Oh, Gott. Jetzt drehen sie richtig auf. Jetzt geben sie Gas, die Kinder. Unten blinkt doch einer auf der Brücke. Komm schon, weg. Du musst zur Brücke, Alter, du musst. Bitte. Nimm sie doch, Alter, warum jedes Mal? Oh, nice. War richtig tight. Hier ein Golfschuh. Ich hasse Kinderstimmen. Ich weiß auch nicht, ich finde die furchtbar. Ja, Halbzeit. Ich hasse Kinderstimmen. Ich finde das echt furchtbar. Ich hoffe, ich kann meinem Sohn beibringen, dass er... Was? Ey, da konntest du ja gar nichts machen. Da konntest du nichts machen. Das war richtig unfair. Und wir siegen wieder. Ach, und wir siegen wieder. Eben heulen noch alle, dass sie verloren haben. Jetzt, oh, wir siegen wieder. Also. It's just a made-up website. Ich hoffe, ich kann meinem Sohn beibringen, dass er sich hinter seine Mutter stellt, so mit 3 Jahren, und sagt: Hallo Mutter, kannst du mir ein leckeres Mahl zubereiten? Du siehst so hübsch aus, Mutter.
Aber du würdest noch besser aussehen, wenn du brennen würdest. Ich brauche deine Liebe. Alter, wenn ich ihm das beibringen könnte, dass er so eine Nummer durchzieht, wäre der Hammer. Ich würde dann sagen, Jack, geh mal zur Mama und sag, sie würde noch besser aussehen, wenn sie brennt. Aber sag's in der Gruselstimme. Mama, du würdest noch besser aussehen, wenn du brennst. Dein Haar. Amencore, dankeschön. Das wäre geil, wenn ich das ihm beibringen könnte. Hallo Mutter. Ich habe dich beobachtet heute beim Schlafen. Du riechst ganz anders tagsüber. Ich möchte dich bürsten und deine Augäpfel ablecken. Stellt euch mal vor, ihr habt ein Kind, das so redet. Entweder werdet ihr super stolz, so wie ich, oder ihr werdet halt total verängstigt und hättet Angst. Oh, da liegt eine Kerze. Diesmal darf ich die Kerze nicht aus den Augen verlieren. Ich darf mich nicht von Kindern... Topper Harley, dankeschön. Wo ist die Kerze? Hier ist die Kerze. Ich schlawine jetzt um die Kerze rum. Ich muss diese Schlawiner-Tactics wieder machen. Ich habe verloren, weil ich nicht genügend schlawinert habe. Ah, Göre, lach du ruhig. Aber ich schlawiner dich aus. Na. Na. Nein. Nein. Ey. Nein. Ich guck dich nicht an. Ich guck den Hässlichen nicht an. Nein. Ich wende mein Haupt von ihm ab. Don't look at the ugly kid. Alter, ich hab's Lagerfeuer gefunden. Heilige Mutter. Das Lagerfeuer. Okay, wo ist die nächste Kerze? Ich will halt so einen kleinen Lucius erschaffen. Es war ja auch kurz der Name Lucifer im Raum für den Jungen, aber... Das wäre, glaube ich, schon ein bisschen zu krass. Alles klar. You better run. Ich habe jetzt wieder keine Ahnung, wo... Och, come on. Double Kids? Der knurrende Bube und das weinende Mädchen? Ein Kindersandwich? Ey, da hinten ist Andrew the Giant. Hat er mich gesehen? Psst, hey. Jo, der hat mich gesehen. Ja, voll. Schwarmfuzzi, dankeschön! Dein Geld gehört mir! Dankeschön! Mist. Da musst du wirklich sofort stehen bleiben. Wenn Andrew dich spottet, sofort stehen bleiben. Na, es gibt auch immer wieder neue Todesanimationen, das stimmt. So. Okay, hier ist eine Candle. Wo ist die Kerze? Ihm hat er doch eine Kerze da und aufgebliebt. Eben gerade hat doch eine Kerze aufgebliebt. Da hinten.
Geh weg, Wolfsjunge. Boah, das ist Andrew. Nein! Du Miststück. Das war ein Move, ey. Alter, das war ein Move. Ja, toll. Hier blinkt keine einzige Kerze. Das war ein fieser Move. Okay, da hinten. Habe ich das gesehen? Ist es im Haus? Here we go. Okay, weinendes Mädel abge. Toller Schnee, dankeschön. Ich muss sagen, ich finde, dass Andrew der Schlimmste ist hier, der Big Boy. Das ist echt der Schlimmste. Wow! Ugly Boy. Ugly Dude. Zünde sie an. Mach direkt einen Wechsel. Die Nacht ist auch ziemlich mies. Shit, Alter. Irgendwas blinkt da hinten. Andrew? It's Andrew. Haus! Du bist zu fett für das Haus, Andrew. Du bist zu dick. Von hinten. Alter. Alter, nicht dein Ernst? Was? Okay, was hätte ich denn da tun können? Auf einmal machen die irgendwelche Sandwich-Tactics. Oh, Mann. Bro. Was? No. Was? Keine Ahnung, was eben gerade. Moment, Mitternacht? Nein! Wurde ich auf Mitternacht geschickt. Was habe ich gedrückt? Was habe ich gedrückt? Nicht Mitternacht. Ey, das ist. Main Menu. Oh mein Gott, habe ich es jetzt gecrashed, das Game? Nee, oh Gott sei Dank. Ey, das wäre voll mies gewesen. Wäre das mies gewesen. Stell dir mal vor, jetzt wäre mein Speicherstand weg. Dann hätte ich gesagt, yo Leute, spiele ich nicht mehr. Boah, das war. Es gibt aber in dem Spiel so Stellen, wo du einfach auch nicht gewinnen kannst. Ne? Wie jetzt zum Beispiel die Nummer mit Andrew. Also da kannst du dann auch nichts mehr machen. Das ist dann irgendwie garantiertes Game Over. Also ich finde es irgendwie doof, wenn du zwei Kinder gleichzeitig triggern kannst, weil gegen zwei kannst du nichts machen. Also nicht mit Andrew. Ja? Nicht mit Andrew, der ist einfach Baus. Irgend so ein adipöser Dude, der sich durch den Boden wühlt und zu adipös für Häuser ist. Geht mal gar nicht, du. Oh nein, der unheimliche Stuhl. So. Bisschen Zeit lassen beim Fackeln. Planen, planen, planen. Oh, da ist eine Kerze. Da ist eine Kerze. Eigentlich eine ziemlich geile Ecke hier. Vielleicht kann ich hier ein bisschen länger durchhalten.
Hier ist die Andrew-Schütz-Hütte. Ein bisschen hier rumschlawinern, rumlungern. Dann schnappe ich mir gleich mal die nächste Kerze. Oh Gott! Okay, das ist der Ugly Boy, oder? Ja. Boah, hat er mich eben gerade erschrocken. Ugly Boy ist ugly. It burns. So, nice. Na, Teleport. Aber gut, dass ich mir die Kerze noch genommen habe, ne? No way. Schulbuskerze? Ja, nice. Hype Train rollt durch. Dankeschön, Freunde, für den Hype Train. Auf den Boden gucken. That's the way. Schau ihn nicht an, er ist turbo hässlich. Oh nein, ist es eine Hand? Hand, oder? Ich hab keine Ausdauer mehr. Okay. Back to the bus. Oh Gott! Verdammte Kacke! Ey, komm schon! Was willst du da machen? Was willst du da machen? Was willst du gegen den machen, ey? Der ist echt fies, Chat. Der ist super fies. Also, die Nacht ist brutal. Licht aus. Kann man das Licht ausmachen? Nö, man kann es nur wegschmeißen. Oh, oh. Da machst du nix. Das kannst du nicht schön schwätzen. Kerze? Yes. Okay, noch ein bisschen Geduld oder gleich nehmen? Okay, was soll der Neid? Kerzenneid ist nie gut. Ab geht's. Ich meine, wenn die sagt, I see you, macht die nicht eigentlich dann einen Attack? Ich bin richtig angespannt. Also die Nacht ist Bombe. Oh, da hinten ist der Friedhof. Finde ich auch immer so faszinierend. Im Endeffekt ist es eigentlich immer dieselbe Karte. Die Sachen... Jagt mich irgendwas? Die Karten, die Sachen sind auch immer an derselben Stelle positioniert. Irgendwie ist doch immer alles anders. Okay, da hinten habe ich eine Kerze. Blim Bim sehen. Noch eine Kerze. Welche Kerze ist jetzt halt nah? Bei irgendeinem Baum, die andere wird... Na, was denn? Ich habe ihn noch nicht angeguckt! Was? Waren das denn wieder zwei? Das war nicht der hässliche. Der hässliche ist anders hässlich. Die Nacht bricht mir das Genick, du. Die bricht mir das Genick. Das
Es war aber nicht der hässliche, ich glaube, es waren zwei. Das war dieser komische Typ, der da irgendwie auch noch mit rein geschleudert ist. Oh, auf dem Friedhof hatte ich auch noch nie Glück. Ich hatte noch nie Friedhofsglück. Eine Brückenkerze? Nee. Da war doch eben gerade das Funkeln einer Kerze in der Ferne. Der Schmalz der Kerze ist aufgeblimmt. Ich benötige diese blimmende Kerze. Ich sehe dich nicht. Ich sehe dich nicht. Da, irgendwo da. Ich laufe doch direkt straight. Yes. Drecksgöre. Andrew the Giant. André. Scheiß drauf. Alter, Rodebringer bleibt nicht bis zum bitteren Ende. Sad moments. Gute Nacht. Puh, Alter. Stellt euch mal vor, ihr müsstet echt in den Wald sein mit diesen Gören. Keine Kerze in Sicht. Keine Kerze in Sicht. Genial. Im Fels eine Kerze? Ja. Schnell, bevor ich teleportiert werde. Weg das Ding. Nee, der ist ja erst. Der wird ja erst 7 Monate alt in ein paar Tagen. Mein Sohn läuft noch nicht. Oh oh. Oh oh. Der krabbelt. Das fängt er jetzt an. Krabbeln. Aber laufen. Das dauert noch ein paar Monate. Gott, warum fahren die aber auch hier in der Nacht so auf, die Kinder, ne? Die hauen hier Moves raus. Ugly Kids. Was? Ah, ich habe ihn berührt. Oh. Okay, letzter Try. Letzter Try, das Spiel ist brutal schwer. Letzter Try. So. Ich muss da aufpassen. Bei dem hatte ich die Taktik. Am besten ich bleib stehen und guck weg. Ich glaube, das ist die richtige Taktik bei dem Ugly Boy.
Was ist jetzt hier für einer? Hier ist André. Da ist der Bus. Ja, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Renn in den Bus! Ist er da? I don't know. Kerze tauschen. Oh Gott, Gott, Gott. Alter. Gott. Ist das mal wieder unangenehm. Was ist das denn? Eine Bärenfalle? Eine Gasmaske. Okay, ich nehme sie mit. Was ist hier alles passiert in dem Wald? Jetzt plötzlich Krieg? Kann ich schlafen? Nimm mein Geld. Oh, Dankeschön für dein Geld. Und komm zurück. Ich gehe gleich schlafen. Alter, wo? Ich will die Kruselkleine. Boah, hier ist die Kerze. Boah, ich höre zwei. Oh Mann! Was für eine fiese Kombo! Ich muss die Kerze jetzt da oben finden. Da ist sie. Nimm die Kerze, nimm die Kerze! Gott, ich krieg's kotzen, wenn der immer so ewig braucht. Geh weg. Geh weg. Ugly Boy. War hier oben nicht auch noch eine Kerze? Nee. Aber da hinten ist eine. Oh nein, Andrew hinter mir. Nee. Keine Ahnung, wie du das packen sollst. Das ist echt hardcore. Ich hätte hinter mir noch Andrew. Also ich wäre so oder so tot gewesen. Weil der fängt dich. Gehen wir mal ganz kurz noch in die Findings. Zeichnung. Collection. Aber ein paar Sachen fehlen noch. I'm coming, honey, buddy. Sachen fehlen noch. Evidence. Ja, Freunde. Das war Wick. Anscheinend wird es noch eine Runde geben. Beim nächsten Mal. Ich will es auf jeden Fall schaffen. Ich will das schaffen, Leute. So. Kommt auf Twitch. Dort ist immer was los. Wir haben auch echt noch viele coole Horrorprojekte. Also Wick ist jetzt so ein bisschen harmlos. Aber danach kommt ein richtig schön blutiges. Seid da mal gespannt.